Was gibt es stattdessen noch? Wahlfeierball. Den da. Naja, nur wenig. Ah, mein Feuerball kann ich nicht einsetzen. Das ist scheiße. Ah, der hat einen Cooldown. Oh je. Muss mir noch den Cooldown irgendwie verringern. Tun wir lieber den Speer hier hin. Und wenig Mana haben wir auch mal. Und jetzt haben wir geschafft. So, Damage. Spectral Trow haben wir. Ja, der bewegt sich dann so wie ein Kreisel von uns weg. Ist jetzt nicht so der starke Fallgem. Aber sicher hilfreich, wenn man nebenbei sowieso Dinge entsetzt, Spectral Trow. So können wir hier noch mehr Resistenzen und so. Aber dann verlieren wir Damage. Ne. Ja, gibt ihm noch zu wenig Items. Ab wann ist die Robbe ab Level 8? Nehmen wir mit. Die ist ab Level 18. Mhm. Ach ja. Hier haben wir noch ein Schild. Ja, schlecht. So, Dele. Ab wann ist dann diese 10? Oh je. Machen wir direkt weiter. Ich will Action sehen und ihr wollt Action sehen. Also gehen wir hier rein. Ja, die Fluten der Tiefen sind relativ geradlinig und ja, vollgespickt mit Monstern, also sehr gut für den Frost Noah. Klappt ja so viel Damage bei diesem Pulk von Monstern. Auch wenn sie eben sehr viel Eisresistenz haben, diese hier, sind sie schnell tot. Und irgendwie habe ich gar nichts gesehen, ob der tot ist oder nicht. Heute Morgen habe ich einen geilen Film geschaut, der ist ab 18, ein Action-Thriller, da irgendwie Conductivity oder heißt irgendwie so, und in Middlesbrough wird so ein Wettkampf, findet so ein Wettkampf statt, wo man ja die anderen jagen muss und besiegen muss und am Schluss der einzige Überlebende sein. Und der ist da wirklich mal richtig geil gemacht. Mit richtig fetten Explosionen, alles mögliche, verschiedene Waffen. Und Scott Adkins macht mit als ein Russ, der leider viel zu schnell stirbt. Weil er natürlich eine Handgranate, ja, ich sage jetzt nicht zu viel, einfach mit einer Handgranate, also stirbt er, wo er selber besitzt. So. Aber die ist so cool, er hat so einen kurzen Auftritt, aber hat so extrem viele seiner Fähigkeiten, seiner Kampfkunst Fähigkeiten eingesetzt. Es war einfach richtig cool. Und ihr seht wirklich fast jede Minute seht ihr einen Toten. Das ist einfach wahnsinnig hardcore.
welches das optimale Spurze für mich war, der Film überhaupt nicht brutal. Also viel Blut hat man nicht gesehen, eher so in Fetzenform und ja, das ist doch nicht zu wild, also bitte. Dafür hat es richtige Kracht, gell? Ja, Action war drin, Story war drin, alles mögliche war drin. Richtig cool. Ja, so ein Wettkampf als Game oder so, das wäre extrem geil. Also so ein wirklicher Wettkampf in einem ja, in einem Spiel. Man könnte das bei GTA San Andreas mal machen oder so, wenn ihr Lust habt. Auf Samp. Also mit Samp. Oder sonst irgendwo GTA 5, wenn es rauskommt für PC, wenn es überhaupt rauskommt. Oder irgendwo könnte man das mal machen. Also Let's Player Projekt. Ihr müsst natürlich nicht aufnehmen dann. Aber wäre dann natürlich auch cool, wenn ihr aufnehmen könnt nebenbei. So ein richtiges PvP-Turnier. Und ich mach nicht mit. Nein, ich mach schon mit, aber ich bin wahrscheinlich dann der Letzte. Also der schnellst gestorben und so. Ich bin nicht gut. Ich mag, also ich kann schon zielen und schießen, alles mögliche, aber ich mag das irgendwie nicht. Also ich bin auch nicht zu wenig intelligent. Ja, meine Spielintelligenz beim Schießen und so ist nicht so. Also Deckung suchen und so, nee. Nicht meine Sache. Oh gut, wenn es crittet, dann macht es schon Damage. Aber so ist es ein bisschen schlecht, der Skill. Der braucht auch mal einen Buff. Vor allem die Angriffsgeschwindigkeit sollte schon viel schneller sein am Anfang. So. Und jetzt der Ledge. Der Ding haben wir gemacht. Muss ich nochmals kurz schauen. Ja, scheinbar schon. Und das Buch haben wir oder haben wir das Buch noch nicht genommen? Ach egal. Vor lauter Reden habe ich das irgendwie verschluckt. Ach ja, schauen. Nein, noch keine Games, nein. Die sind alle Stufe 8 und Stufe 10. Also die kommt jetzt schon viel, viel schneller vorwärts, dank diesem coolen Ice Knower Game. So, Ice Knower mehr. Noch stärker und jetzt haben wir da noch Ding und Ice Knower auswechseln. So. Stufe 4, Stufe 4. Hat sich nicht viel geändert. Plus 11% Effektradius, sonst nichts Besseres. Hm, schade. Ja, toll. Ich brauche den aber auf der rechten Maustaste. Ja, ist schon gut größer geworden. Aber einschätzen kann ich das jetzt nicht, wie viel größer es ist. Also, ja, ich sehe es ja, wie viel größer es geworden ist. 11%. Also so. 11, ja. Aber ja, wie viel das bringt halt. So, nochmal kurz gehen, schauen, ob ich das Buch schon gesprungen habe, aber denke schon nicht. Doch, habe ich. So, du gehst hier rein. Und ja. Ich könnte hier noch Cast Speed nehmen. Einen kann ich austauschen. Den da. So viel Mana verbrauchen wir nicht. Und den Gürtel. Natürlich nehmen wir den mit. Ja, was nehmen wir sonst noch?
Nein, Gemso, irgendwas. Schade. Hier waren wir. So. Der Feuerball pumpt schon. Ab den setzen wir erst beim Totem ein. Beim großen Alter Totem. Ach, du bist viel zu schwach. So. Ja, ist leider auch schwach. Aber immerhin ein Killer. Kill, Baby. Ey. Haha. Und ping, ping. Was soll ich sagen? Nee, Explosion. Oder Nova. Und ich habe schon einen Deckenrand. Energieschild. Und meine Süßigkeiten sind alle. Ich muss einkaufen gehen. Na? Nix hier. Ah, noch ein Schrein. Schnell nehmen. Ja. Bring's mir. Bald wieder ein Level. Schön. Ah, das macht Damage. Sodele. Ich möchte hier rein tun. Noch ein guter Musikmacher. Ein gutes Instrument, so ein Blitznauer Schein. Bisschen intakt tanzen. Und boom. Oh, sogar zwei oder dreimal getroffen. Weg damit. Ja, das WP nehmen wir hier nicht. Das ist sowas von unnötig, dieses WP hier hinzutun. Das ist nur ein, zwei Level, na, ein Level dazwischen. Hätten sie es woanders besser hin tun sollen. Können. Haben möchten. So eins meiner Lieblingslevels, aber nicht das zweite Level. Das Upper ist nicht so mein Lieblingslevel. Ihr seid so Pappnasen hier. Könnt nicht mal treffen. Ihr seid so hirnlos. Welche Ironie. Na du? Sind die süß? So als Statuen, gefrieste Statuen, sind die noch schön.
So, hier noch durchgehen. Nö, hier gibt es kein Geheimnis. Nix. Nicht mal ein Fuffi. Okay, da haben wir das schon wieder geschafft, was wir durch die Poison Arrow Rangerin ein bisschen verloren haben. Und können dann in der nächsten Aufnahmesession voll durchstarten. Wenn ich jetzt hier... Nein, das brauchen wir nicht. Ich hätte gedacht, wenn wir hier die 25% Physik Damage zu Cold Damage Ding nehmen und hier, dann verlieren wir das Physical Damage, dafür haben wir viel mehr Cold Damage, das dachte ich mir. Aber ne, das bringt's nicht. Lieber Cast Speed, das brauchen wir am Anfang mehr. Und jetzt nehmen wir noch den hier. Verlieren wir zwar einen Game Slot. Aber nur das da. So. Auch das ist egal. Na, haben wir noch irgendwas? Ach man, mir fehlen immer so gute Items. Life is. Ja, nehmen wir dieses. So. Und dann Gem hat man natürlich auch nicht. Ja, einfach weiter durchstarten. Noch kurz Brutus töten. Sodele, wohin gehen wir? Ja, wir müssen schon fast hier links hin. Okay. Ah, hallo. Ah, jetzt kommen ja die Area of Damage Sachen. Dann haben wir noch einen größeren Frostnova. Und irgendwann haben wir so eine geile Frostnova, dass... Hä? Gibt es noch eine Option, wo wir weiterkommen? Ja, da haben wir so groß, dass man einfach die ganze Zeit casten könnte. Und die Gegner off screen töten können. Oh. Ah, hier oben geht's weiter. Wer hätte denn das gedacht? Ah, grüezi. Der Levelboss wartet auf mich. Ah. Bisschen zu viel Sprengstoff in die Fresse bekommen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen 4% mehr. Das ist doch geil. Der macht schon viel mehr Spaß, der Bild. Da hat sie direkt den Schaden und friest und alles mögliche. Ah. So, dann haben wir hier oben noch diese Dingeteile. Braid of Rhyme. Aber um dorthin zu kommen, machen wir schon viele Dinge. Ob wir das unbedingt brauchen? Naja, ich weiß ja nicht. Lieber hier unten nicht Shock Freeze nehmen. 5% Chance to Freeze. Und hier drüben. Ah, das ist nur Chill Duration. Dann nehmen wir lieber hier diese noch. Und ja, hier Cast Speed. Ah, oh, das wird geil. Hier ist so viel Crit Change. Hallo, ihr seid so zäh. Na du, du wirst mich also aufhalten, hä? Er will mich nicht zu Brutus vorlassen.
Aha, zu viel Magerwurst gefressen. Oh nein, nicht Sägebohne. Weg damit. Oh, dieses Damage-Teil. Gott, oh Gott. Wie viel Damage das macht. Ah, jetzt unbedingt aufsparen. Damit wir ihn bei Brutus einsetzen können. Aber ich glaube, das wird resettet. Ja, das wird resettet. Schade. Und hier haben wir eine Riesenhalle. Ach komm. Schade, dass fast noch nicht durch Wände gehen kann. Das wäre so ein episches Game. Na du. Schießen wird gelernt sein. Vor allem damit man trifft. Ha. Ja, genau. Knochensplitter. Splittern weg. Irgendwie. Das ist ganz komisch, das Level so dick und fett und große Räume und so. Hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ich weiß mal, hatte ich das. Aber habe den Ausgang nie gefunden. Irgendwie ist der Ausgang immer irgendwo in einer Ecke. Ah, nervt nicht. Muss ich bald Clarity nehmen. Ich glaube, ich habe noch ein Clarity. So ist er Desink. Oh, ich weiß den Ding nicht mehr. Ein Befehl. MSG oder so. Ja, voll dumm, hey. Ich hasse diese. Ja, jetzt ist wieder gut. Hat also geklappt. Ach, diese Desync-Probleme bei Path of Exile. Nur wegen diesen scheiß Server, die am Ende der Welt sind in Neuseeland. Die sind so dumm, faul und... Ja, setzen sich nie ein für den Support, also... Für die Leute. Ja, man sieht's wieder, schon wieder der Sink. So, und jetzt haben wir Blastradius. Noch ein bisschen mehr Damage bekommen. Oh, shit. Sieht er auch irgendwie ein bisschen geiler aus, so viel weiß. Prima. Gehen wir. Okay, es wird sogar gelassen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also. Brutus, du bist eine Flasche. Brutus. Du bist eine Flasche. Brutus, du große Flasche. Oh, schon fast halb Ding angerichtet. Ach, nicht wütend werden. Ich habe ja auch nur das eingesetzt, damit ich ein bisschen mehr Ruhe habe vor deinem Krach. So, oh. Nicht so viel Damage kloppen. Das war dein Fehler. Die redet irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Dispel schockt. Ja, nehmen wir. Und jetzt können wir die Glacial-Kaskade einsetzen. Holznap ist ein Schwachsinn-Zauber. Und die setzen wir hier hin. Dann können wir Frost noch.
Ah, nein, können wir nicht laufen. Freezing Pulse. Aber eben, hier. Bisschen langsamer als Frozen Pulse. Ab dafür Stecker. Und AOE Damage. Ist noch schnell, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell ist. Aber eben, für den Anfang ist die Reichweite halt ein bisschen gering. Dann will ich ja auch AOE Damage nehmen. Muss ich schauen, ob ich noch einen Area-Effekt-Radius habe. Ein Game. Oder sonst irgendwie ein AOE bekomme. Aber für den Anfang reicht das. Und wir setzen die anderen 8% nicht ein. Oh, da muss ich schauen, ob ich Clarity... Nein, ich glaube, ich brauche Clarity nicht. Aber was soll ich nehmen? Ich nehme Incinerate für Left Hand. So. Freezing Pulse, Glacial Kaskade, Ice Nova. Muss ich mir aufsparen. Gut. Dann haben wir hier noch Quantity. So, also Clarity habe ich. Ja, da brauchen wir auch noch einen blauen Sockel. Oh ne. Game, ne, den Portal Game nehme ich immer in den Helm. Ah, hier haben wir zwei. So, das da. Und das haben wir noch gesagt. Freezing Pulse, ne. So, was war das? Clarity, ja. Haben wir sonst alle Games? Brauchen wir noch irgendwas? Summon Skeletons könnten wir natürlich noch hoch tun, aber ohne Ding bringt's das noch nicht. Ah ja, genau, ich nehme den Wahlgem dann. Nur für Bosse nehme ich den Wahlgem, aber den muss ich zuerst finden. Den habe ich noch nicht. So, ja, okay, dann sind wir sehr gut vorbereitet zum nächsten Mal und wir setzen natürlich noch zuerst auf Frost Nova, später können wir dann umswitchen, je nachdem. Ach komm. Melee Damage, ja. Puh. Also Melee Damage, Melee Game ist jetzt nicht so wichtig, wenn die Waffe kein Damage macht. Ja, soll ich mit Freezing Pulse machen? Ja, okay, leveln. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und jo, macht richtig Spaß wieder. Tschüss.